So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. So, beim letzten Mal haben wir ja Kell umgebracht und nach dem Bericht erstattet, was jetzt zu tun ist, und es wird ekelhaft. Immerhin, sein Gehirn brauchen wir nicht mehr von Kellogg, um rauszufinden, wo das Institut liegt, aber trotzdem. So, auf dem Papier ist es nicht unbedingt nice. So, jetzt müssen wir wieder schön das Ödland laden. So, was machen wir diese Folge überhaupt? Ich habe noch gar keinen Plan. Wir haben so viele Quests zu erledigen. Ich würde Wackelpuppen gerne machen. Ich muss den Siedlungsbau ein bisschen vorantreiben. Es ist alles ein bisschen viel. Und natürlich die Munitionsbeschaffung immer noch für unsere kleine Loser-Pistole. So, wie sieht's überhaupt jetzt erstmal? Oh! Ich habe schon so lange ein Level-Up zurückgehalten. Was ist da los? Den einsamen Herzchen, den habe ich. Für den brauche ich erstmal Level 40 fürs letzte Level. Okay, also das fällt schon mal aus. Da brauche ich Level 25. Ich weiß nicht. Das brauche ich aktuell eher nicht so. Also weil ich wahrscheinlich einfach nur in die Wirklichkeit buttern, so wie es aussieht. Alles schnell nachladen. Das ist nice. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, jetzt gehen wir die Beweglichkeit hoch. So. Okay, cool. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Sanctuary gehen. Dort ein bisschen ganze Scheiße einlagern, die ich jetzt bekommen habe. Insofern, dass ich schon gemacht hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann werde ich da oben mal die ein oder andere Sache bauen müssen. Genau, das ist jetzt erstmal der Fahrplan. Und ich denke, damit kommen wir auch erstmal ganz gut hin. Auf die Zeit brauche ich Gott sei Dank noch nicht achten. Das ist alles cool. So, Level 19, 20 will ich auf jeden Fall schaffen. Wann könnte ich denn theoretisch zum ersten Mal diese Fähigkeit frei haben? Ich glaube, jetzt noch einen Bewegungspunkt. Mit Level 20 dann. Okay. Okay, ist noch Regen. Ja. So, was genau? Ich verstehe auch nicht, wozu das Ding gut sein soll. Ich peile es nicht. Egal. Nicht so wichtig. So, denn wir brauchen Ressourcen und Wasser. Ein Wasseraufbereiter. 15, produziert 10 Wasser. Was ist denn mit der Wasserpumpe? Es ist einfach nur ganz normales Wasser, kann ich jetzt hier irgendwie finden. Ansonsten brauche ich jetzt nämlich mal einen industriellen Wasseraufbereiter. Oh, ich brauche dafür Wissenschaft. Muss im Wasser platziert werden. Habe ich denn schon Wissenschaft? Habe ich denn hier irgendwo Wasser? Hier unten. Erstmal schön Red auf meinen Nacken. Ja, egal, hier. Der wird es erstmal hier tun müssen. Wie viel kostet mich der? Ja, geht schon. So, ein Wasseraufbereiter. Zwei Wasseraufbereiter. Drei. So, jetzt brauche ich noch einen kleinen Generator direkt daneben. Wo habe ich den denn? Strom, wo waren das nochmal? Was? Ach, hier Energie, ich bin auch blöd. So, Generatoren. Ich bräuchte. Naja, gut, zwei kleine tun es auch. So. Und. So. Da ein Kabel. Und. Da ein Kabel. Da eins hin. Und da eins hin. So, das sollte jetzt so passen. Jo. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann verwerten die ganze Scheiße, die hier rumliegt. Es ist aber einfach noch ein Stimp. Ja, natürlich. In der Toilette. Hätte ich mir ja denken können.
So, gut. Und das läuft jetzt ja oder was? Das sieht doch funktionsfähig aus. Absolut. So, Waffen sind alle geladen. Geil. Ich muss sagen lassen, dass die 38er Munition die ist, die am häufigsten vorkommt. Das würde dahingehend auch Sinn machen. So, hier die Alte hat sich nicht beim Laden zu bleiben. Perfekt. Verdammte Schnorrer. Baumenü? Hallo, Baumenü? Was zum Fake-Controller? Was tust du? mein Controller ist absolut top-notch. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt hier irgendwas gemacht hat. Nein, ich glaube nicht, ne? Nee. Huch. Ja. So. Wenn nicht, wir haben was zu sehen. In der Aufnahme dann wieder hinterher. Was mehr oder weniger ziemlich uncool ist. Ich check das mal vorher selber aus. So, jetzt muss ich auf jeden Fall die Werkbank auschecken. Werkbank? Werkbank, please. Genau. Was habe ich denn? Okay, ich habe 5 Kronkorkenheiten. Das ist der absolute Wahnsinn. Und 24 aufbereitetes Wasser. Okay. So. Nein, ich würde ganz gern dich zuweisen. Das ist echt super. Warte. Okay, das funktioniert so nicht. Die Gammelkarl, die wird nämlich gleich diesen Stand hier betreiben. Das weiß ich nur noch nicht. Wieso kann sie nicht? Wieso kann ich sie nicht zuweisen? Ihn doch auch. Die brauche ich nicht zuweisen. Ich kann ihn nicht zuweisen, Alter. Was ist mit ihr? Dein Name Gammelkarla. Weil die absolut useless ist. Großartig. Okay, mit denen brauche ich auch nicht quatschen, dann macht es nämlich auch nicht. Aber er wird das machen. Damit dieser dämliche Stand immer in Betrieb bleibt. Ja, bei Regen macht sich das ganz gut, dann bist du das Holz zu polieren. Hast schon recht. Okay, cool. Die Wassergeneratoren, die lassen mich erstmal so laufen. Pennen noch ein Stündchen. Und dann. Lol, WTF. Okay. Wie viel Munition habe ich denn jetzt? Egal, das ist das erste tun müssen. Denn wir gehen jetzt da unten rein. Poseidon Energy Turbine. Ihr sollt eigentlich noch gar nicht rein, aber. Absolut scheißegal, du kriegst was zu brauchen. Und deswegen gehe ich da jetzt rein. Befreie deinen Geist. Was ist das für eine. Was soll mir das denn bitte sagen? Befreie deinen Geist. Ich muss nochmal Windows drücken. Ich finde es nicht schön, das tun zu müssen. Aber besser ist, da keine Aufnahme zu haben. Okay. Nichts, was mich tot sehen möchte. Das ist nett. Dort hat ein Gegner entdeckt, hä? Wo denn? Da oben? Okay. Ganz ruhig, großer. Nur eine Kakerlake, alles gut. Alles gut, Dogmeat. Lol. Was willst du? Bitch. Sonst noch jemand? Oh Mann, ey. Eine schwarze Bleefliege. Großartig. Boah. Los, Hund, spring höher. Okay, guter Hund. Mistviecher.
Okay. Kann ich irgendwas machen? Nein. Schade. Soll ich mich wirklich hier durchkämpfen? Hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich hab mir eigentlich nicht sagen lassen. Huch, was war das denn? Ah, ich habe vergessen zu lagern. Ich hasse mich. Ich hasse mich für immer. Gut, nochmal zurück nach Sanctuary. Ich kann nicht lagern. Ich kann grad gar nichts machen, ey. Irgendeinen Scheiß wegwerfen. Hab ich irgendwelche Waffen, die ich nicht brauche? Institutgewehr. Dann werde ich bestimmt noch mehr finden. War ich hier oben schon? Ein Protektron, nice. Und eine Powerrüstung. Sure, why not? Kann man immer mal gebrauchen. Na eben, dann teste ich noch die anderen Powerrüstungen auf der Map an. Eine hätte ja hier oben stehen müssen. Und eine müsste hier unten stehen. Okay, die hier unten steht, ist noch da. Ich check gleich mal, ob die in Sanctuary noch da ist. Allerdings jetzt solche Powerrüsten zu nehmen, ist auch ein bisschen unsinnig. Vor allem nur wegen zwei Teilen. Hier noch zwei auf dem rumstehen. Das ist auch ganz gut und alles. Aber mehr als das können wir damit jetzt auch nicht anfangen. Ich liebe die Ladezeiten. Scheiße, absolut vergessen zu lagern. So. Hau weg damit. So, wir brauchen Kellogg's Pistole. Füllt die Aktionspunkte bei kritischen Treffer wieder auf. Der Schaden ist echt krass, muss man sagen. 48. Wie viel macht da meine jetzt dagegen? Lol. Guck mal. Der Löser macht nur 37. Eigentlich kann ich mit dem ja viel öfter schießen. Ich werde die Pistole, obwohl ich brauche 44er Munition, ne? Also kann ich die theoretisch auch mitnehmen. Was braucht denn hier noch 44er Munition? 44, 44. 45. Ich habe gar nicht, dass 44er Munition braucht. Lol. Ich habe 44 Munition. Für 44er Munition. Hä? Als ob ich nichts anderes hätte, was 44er braucht. Hab mich halt echt nicht. Ja gut, ich kann jetzt theoretisch mit mir nehmen, aber ich habe eh keine Munition dafür. Ja, scheiß drauf. Lass mir erstmal da. So, die Splitterminen will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist gut. Das sieht auch sick aus, brauche ich jetzt aber nicht. Die Schlagstöcke können auch hier bleiben. Das brauche ich. Das kann weg. Ah, das weiß ich auch wo. Ah, hier, guck mal, das ist genau sowas. Kellogg's Outfit. Das bringt auch gute Resistenzen, aber nicht jetzt. Das hat keine Musik an. Das ist ein bisschen creepy. Okay, 171. Was ist dann noch? Das kann auf jeden Fall alles weg. Na, ich glaube, das reicht doch schon. Tschüss, Nuka-Cola. Ich habe 41 Stimpacks. Woher? Okay, das reicht aber wirklich. 41 Stimpacks, so. Unser Ziel ist für die Folge. Ach, da unten ist das. Wie konnte ich es bisher übersehen? Ich verstehe es gar nicht. So, wir müssen die Poseidon. Schon wieder befreien den Geist, die Poseidon-Turbine jetzt auseinandernehmen. Allerdings auf ein bisschen andere Art. Denn ich gehe da jetzt nicht einfach nur rein, sondern wir müssen einen anderen Zugang finden, um an die Wackelpuppe zu kommen. Wir werden uns ein bisschen durchschießen müssen, wird ein bisschen unangenehm. Aber es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Ich bin davon überzeugt, dass man das erreichen wird. Und dann gucken wir mal. Also.
Let's go. So, ich habe nämlich in dem Video gesehen, wie Wackelpopper, dass es hier einen anderen Zugang nach oben gibt. Genau den da. Komme ich da irgendwie rüber, ohne mich komplett verstrahlen zu lassen? Alle, hoppa. Ah, super. Absolut nice, dass es klappt. Nice. Verstrahlung auf meinen Nacken. So, aber noch sind keine Gegner. Noch ist alles cool. 5 Red? Warum? Warum kriege ich so viel Red ab? Was ist hier? Drücke ich einfach die Dinger hier? Lol, was ist denn jetzt los? Das klingt, als ob hier ein Helium gewesen wäre. Alter, das macht mich richtig nervös. Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Beziehungsweise, was soll mir das jetzt bringen? Ich habe nicht ganz den Weg im Kopf, wie der Typ reingekommen ist. Da hinten kämpfen schon wieder. Ah, ich hab's doch gesehen. Die Bruderschaft legt hier ein paar Raider. Also kann ich dahin, danach, sobald hier fertig ist, nochmal abgründen gucken. Und ein bisschen Waffen von den looten. Das mache ich auf jeden Fall. So, jetzt bin ich hier auf dem Dach. Vielleicht komme ich dort rein. Irgendeinen Sinn muss ja haben, dass ich jetzt hinten bin. Nee, hier gibt es keinen Weg rein. Also wenn wir doch den langen Weg nehmen müssen. Ob ich wohl Fallschaden bekomme? Nope. Oh, habe ich den Sprung geschafft. Na gut, dann. Aber ich bin auch an der richtigen. Ja, doch. 18F. Okay. Gut, dann nehmen wir den langen Weg rein. Scheiß drauf. Ich möchte die Ausdauerwackelpuppe bitte haben. Oder ist das auch ein Weg rein? Nee, von hier kommen wir ja gerade. Genius. Okay. Gut, wir haben nur diesen einen Weg rein. Geht nur nach vorne. Coca-Cola Cherry. Und ein paar leere. Naja, eine kann ich ja mitnehmen. Okay, ich nehme auch 2 mit. So, hier, das habe ich alles. Na gut, dann let's do this. Der Hund ist schon absolut dabei. Der Red Schaden. So, irgendwas in Bedeutung? Alter Falter. Ja, also. Schloss knacken, es dauert einfacher. Nett. Eine Mini Nuke liegt ja auch noch rum. Irgendwo ist ein Gegner in der Nähe. Ja, also das Zeug kann ich auf jeden Fall gut benutzen. 104 Armor für den Erlöser. Okay, cool, aber wie komme ich jetzt weiter? Dort geht's hoch. Oh nein. So. Nee, warte. Ist auf, schon wieder kommen wir ja. Aber genau auf der Höhe soll ein Gegner sein. Ich kapiere es nicht ganz. Wo soll denn die Wackelpuppe dann sein, wenn das hier schon das ganze Ding ist? Aber dann übersehe ich die einfach. Das wäre nicht so cool. Das, da komme ich ja auch nicht. Nee, es wurde gesagt, ich muss von oben rein. Oder vielleicht muss ich ja schwimmen oder so, das kann auch sein. Nope, kein Stück. Hm.
Probier es nochmal außenrum, weil ansonsten gehen mir die Optionen aus. Wahnsinn. Was mich hier einfach alles angreifen darf. What? Was? Was, was, was? Was wollen die denn jetzt? Ich wollte meine Munition nicht dafür rauswerfen, aber ich habe ja offensichtlich keine Wahl. Hat der Hund gerade wirklich fast alle Schläge geblockt? Einfach nur da rein noscopen. Die kämpfen sich sogar gegenseitig. Da darf ich natürlich nicht zu nahe kommen, ne? Macht nur, macht nur. Ich bin cool mit euch. Hier komme ich schließlich trotzdem. Und jetzt will er mich. Ah, das kann er vergessen. Alter, ja. Puh. Stell dir vor, ich hätte die beide besiegen müssen. Das wäre nicht ganz so geil gewesen. Dann habe ich natürlich alle Munition, die ich hier drin wieder plus gemacht habe, direkt wieder minus gemacht. Nice. So, ja. Also sogar zwei Krokonken dabei. Was für ein Ehrenmann. Wir werden dich in Erinnerung behalten. Meier Lockjäger. Okay, aber nach wie vor. Wie? Huch, was ist denn da drüben? Komme ich da hin? Irgendwie, wenn ich rüberspringe? Großartig. Jetzt kann ich nämlich direkt laden. Wie soll ich denn da rüberkommen? Vor allem der Red. Der Red, der zerstört mich ja komplett. Vielleicht, wenn ich von dort aus springe. Oh, mach ein bisschen hin. Ja, immerhin kann ich mir das Red sehr selber heilen. Das ist nicht so das Problem. Viel wichtiger wäre es, wie ich reinkomme. Das war's doch jetzt noch nicht. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Egal. So. Die Anwärter der Bruderschaft. Hey, Freunde. Es geht ab. Mögt ihr mich? Ich hoffe doch. Hallo. Bewegung, Zivilist. Ein legendärer Ritter. Hallo. Aus dem Weg, Ödländer. Wow. So, hier drüben haben die doch vorhin auch irgendwie abgeschossen. Findet man die Leichen hier noch irgendwo? Oder was haben die hier geschossen?